Herzlich willkommen bei Heavy Rain. Yep. Ich am Controller. Und ich darf Akten erkundigen, also erkunden. Mal gucken, was. Oh nein, toll. Ich darf Körpereinsatz machen. 8 Opfer in den letzten 3 Jahren. Alles Jungen im Alter zwischen 9 und 13. Das ist ja voll der Perverse, oder? Keine Anzeichen von Gewalt. Die Opfer verschwinden tagsüber von öffentlichen Plätzen. Niemand bemerkt irgendwas. Das kann ich auch irgendwie nicht verstehen. Die Leichen verstehen, tauchen oder? Nach 3 bis 5 Tagen auf. Stimmt. Ertrunken. 3 bis 5 Tage. In Regenwasser. Alle ertrinken im Regenwasser. Ja, aber schlimm finde ich, dass das echt an öffentlichen Plätzen passiert und niemand da was mitbekommt. Stimmt. Aber das ist echt merkwürdig, ja. Neben dem Fundort der Leichen ist immer eine Bahnlinie. Alle Opfer sind im Herbst verschwunden. Das ist echt gut zu wissen. Wegen dem Regen wahrscheinlich, ne? Ja. Das sind die Opfer. Der Killer hat einen großen Aktionsradius. Er gewinnt schnell an Sicherheit und verlässt den Ausgangspunkt. Was das Geoprofiling nicht einfacher macht. Nee, es kann jeder in diesem Radius sein. Gut, dann nehme ich mal die nächste Akte. Origami-Killer-Vorgehensweise. Das ist auch echt interessant. Mal schauen. Das gleiche Ritual. Ein Origami in der Hand, Orchidee auf der Brust. Die Opfer sind beim Auffinden weniger als 6 Stunden tot. Okay. Sie sind also noch ein paar Tage am Leben, bevor sie ertränkt werden. Über 3500 Menschen befragt. Mehr als 100 Verdächtige verhört. Und keine einzige Spur. Das ist krass, oder? Mhm. Analysieren wir das mal. Der Killer ist weiß, zwischen 30 und 45. Er ist intelligent, ruhig und entschlossen. Ein organisierter Typ. Fährt ein Auto. Er ist wahrscheinlich angestellt, aber er hat auch freie Zeit. Das sind Fakten, die er gerade, weißt du? Die man so herauserkennen kann aus diesen ganzen Sachen. Ja, okay, klar. War ja irgendwie klar. Also, das ist der Radius, in dem der Killer ist. Wir sind da so noch nicht keinen Schritt weiter, kann man sagen. Ne, müssen wir erstmal wieder neue Daten sammeln. Richtig. Das schmeißen wir alles weg erstmal. Hat mir gerade Panik gemacht, dass du da gezuckt hast. Ja, ich musste ja. Ich muss das ja wegschleudern, das Ganze. Oh Gott. Was geht denn jetzt ab? Hab ich doch gesagt, das letzte Mal. Er sieht ein bisschen blass aus, ne? Um meine Nase. Schon wieder. Ich wasche mir lieber das Gesicht. Oh, ist die Tür weit weg gerade. Weißt du doch das letzte Mal? Ja. Wo wir es erstmal gespielt haben? Ja. Ich muss etwas nehmen. Ich werde sonst ohnmächtig. Scheiße. Musst umdenken, glaube ich, ne? Alles okay. Ich weiß, ich schaff das. Oh. Ich weiß, ich schaff das. Oh Gott. Ich komme hier nicht klar, ne? Soll ich steuern? Witzig. Zum Glück hast du das, musst du das nicht mehr machen, echt, oder? Vielleicht kriege ich das ja sogar. Ey, hin. Hallo? Ich will laufen. Boah, ey, das sieht ist aus ja wie so ein Püppchen. Nee, das sieht aus, als wenn ich betrunken bin. Ich hab gesagt, du bist ein Junkie. Ey, du warst doch schon auf dem richtigen Weg. Ja, der geht nicht da. Jetzt aber. Jetzt habe ich es geschafft. Super. Runter. Oh, na? Krieg ich die Tür auf? Büro verlassen. Ich will das Zeug nicht nehmen, oder? Nee. Keine Drogen mehr. Oh nein. Ist alles in Ordnung, Sir? Wenn die merken, dass ich ein Junkie bin, ne? Dann verliere ich einen Job, oder? Keiner. Keiner darf es sehen. Keiner darf es sehen? Alter, ist das krass, oder? Oh Gott. Nein. Ach, du musst das jetzt nehmen, wahrscheinlich. Nee, ich muss meine Hand halten, weil die zittert. Scheiße. Weißt du? Wo ist Herren? Gott, das war anstrengend.
Hast du doch gerade gesehen, weißt du? Ah. Dass meine Hände nicht zittern. Das war die Herrentoilette. Scheiße. Ach, ich bin wieder draußen, ne? Ach, guck mal an. So wird das... verbunden. So wird es verbunden, genau. Ethan. Ist das Ethan? Da ist Ethan. Er sah auch gerade so aus. Cool. Ethan Mars ist im Revier. Das letzte Mal hatten wir, glaube ich, das Zeug genommen, ne? Ja. War nicht so gut. Das ist Lieutenant Blake, Mr. Mars. Erzählen Sie ihm, was passiert ist. Es war heute Nachmittag. Ich ging in den Park mit meinem Sohn Sean. Wir haben ein wenig zusammen gespielt. Dann wollte er auf das Karussell, also setzte ich ihn auf eines der Holzpferde. Und als ich mich umdrehte, war Sean verschwunden. Um exakt wie viel Uhr waren Sie im Park? Überlegen Sie genau, Mr. Mars. Jedes Detail kann wichtig sein. Es war ungefähr... wann war es denn? 16? 16.45 Uhr. Ich bin mir nicht wirklich sicher. Was trug Ihr Sohn, als er verschwand? Er trug eine Jacke. Weißt du es noch? Nein! Braun. In Braun. Und eine Hose. Was? Grün, schwarz? Schwarz, würde ich sagen. In schwarz. Ich weiß es nicht mehr. Wie konnte Sean verschwinden, ohne dass Sie es merkten? Waren Sie nicht bei ihm am Karussell? Beim Karussell geblieben. Ja, ja klar. Ich war nicht weg. Ich habe dem Karussell nicht zugesehen. Wie konnte Sean dann verschwinden, wenn Sie das Karussell die ganze Zeit im Auge hatten? Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe es einfach nicht. Sie waren mit Ihrem Sohn nach der Schule im Park. Sie meldeten sich hier um 20.15 Uhr. Warum sind Sie so spät zur Polizei gekommen? Panik. Gesucht. Ich war in der ganzen Nachbarschaft. Ich dachte, er könnte nicht weit sein. Hatte Sean möglicherweise Schwierigkeiten, Mr. Mars? Irgendeinen Grund, wegzulaufen? Ja. Nein. Nein, ich glaube nicht. Was? Wenn ich ja sage, ist es richtig. Gab es Ärger in der Schule? Ärger in der Schule? Irgendwelche Probleme zwischen Ihnen und Ihrer Frau? Meine Frau und ich leben seit einem halben Jahr getrennt. Ein halbes Jahr erst. Oh. Aber Sean würde nie weggehen, ohne uns Bescheid zu sagen. Okay, das war's für den Moment. Sie können gehen, Mr. Mars. Wir suchen Sean die ganze Nacht. Wir werden uns melden, wenn wir sie brauchen. Voll Sünde, voll abserviert. Glauben Sie, der Origami-Killer? Hören Sie, vermutlich ist Ihr Sohn nur weggelaufen und kommt bald wieder. Und wenn es der Origami-Killer ist? Dann haben wir noch 4 Tage, um ihn lebend zu finden. Oh, der ist so nett, der Spacken. Echt freundlich. Ich hasse ihn, jetzt schon. Ich werde ihn noch später noch mehr hassen, aber das ist eine andere Geschichte. Wir wollen ja nicht spoilern, ne? Genau. Oh, deine Freundin. Meine Frau. Ex. Haben Sie was? Nein, noch nichts. Aber Sie suchen die ganze Nacht. Sie köcheln? Glaubt man, dass es der Origami-Killer ist? Das ist nur der Mantel, ne? Ja. Grace, das kann man noch nicht sagen. Aber es ist eine Möglichkeit. Was ist passiert, Ethan? Wie konntest du Sean verlieren? Du hättest ihn nie aus den Augen lassen sollen. Verdammt, ist es denn so schwer, auf ein Kind im Park aufzupassen? Warum hast du ihn allein gelassen? Warum? Hat Jason zu verlieren nicht gereicht? Oh. Das war arschig, oder? Entschuldige. Das wollte ich nicht sagen. Ja. Emotionen haben über Vernunft gesiegt. Ja, das ist ja doch ein Schock. Das ist ja sehr kurz. Draußen regnet's. Echt? Deswegen hat's einen Topf. Und einen Regenmantel an. Sau.
aus wie eine Kochoutfit. Ja. Scheiße, ey. Ja. Habe ich doch beim letzten Mal versprochen, dass es jetzt interessant wird. Sean ist weg und man weiß nicht wohin. Oh, wir dürfen wieder Scott Shelby spielen. Mit seinen grünen, braunen Augen. Richtig gut getroffen. Echt krass. Ich habe mir mal ein Bild von dem Schauspieler angeguckt, der ihn als Vorlage hatte. Also, die haben es schon sehr gut in digitale Qualität umgesetzt. Mhm. Wirklich sehr schön. Was steht da in Erinnerung? Führen Sie die Bewegung langsam mit dem... Achso. Ja, okay. Dienstag. Ja, cool. Ich gehe mal in den Laden. Abend. Schönen guten Abend, Sir. Kann ich Ihnen helfen? Das hoffe ich. Ich bin Scott Shelby, Privatdetektiv. Ich ermittle im Fall des Origami-Killers. Ich hätte ein paar Fragen. Mein Sohn ist tot, Mr. Shelby. Mehr habe ich nicht zu sagen. Okay. Der Killer hat noch ein Opfer entführt. Einen 10-Jährigen. Wie ihren Reza. Hören Sie, ich habe genau 4 Tage, bevor wir seine Leiche irgendwo finden werden. Ja. Niemand tat etwas für meinen Sohn. Also, würden Sie jetzt bitte gehen? Okay. Mitführen. Sie wissen vielleicht etwas, das Leben retten könnte. Ich konnte das Leben meines eigenen Sohnes nicht retten. Ich verstehe nicht, wie ich das Leben anderer retten könnte. Ich hätte mitgeführt. Haben Sie Inhalatoren? Meiner ist alle. Dann war ich wenigstens nicht ganz umsonst hier. Ja, ganz hinten, rechts. Was will er? Danke. Das habe ich gerade gar nicht mitgekriegt. Das Asthma-Zeug, glaube ich, ne? Ja, ich glaube schon. Ich gehe mal dahin eben. Chips? Ja, echt sauberer Laden. Hinten rechts, da ist es. Ja, Asthma steht da noch drauf. Guten Abend. Er hat immer so Glück, oder? Ja. Dass da wandelnde Gestalten reinkommt. Suchen Sie nach etwas Bestimmtem? Gib mir die Kohle aus der Kasse. Bin ich froh, dass du dran bist. Keine Scheißspielchen. Ja? Bist du froh? Ja. Mach die Kasse auf, Arschloch. Hol das Geld raus. Scheiße, bist du taub? Mach jetzt die Scheißkasse auf, Mann. Nein, Sir. Sie haben nicht das Recht, mein Geld zu stehlen. Ich habe hart dafür gearbeitet. Sie Scheiße. Es nicht. Ich bin natürlich... Hey, Sie! Ach, Kacke. Kommen Sie! In die Chips getreten. Muss ich gerade den Gang Kommen lang Sie gehen, her. Ne? Hände hoch! Hände hoch! Okay. Keine Bewegung, oder ich schieße! Oh mein Gott, ey. Ich kann ja gleich an dich abgeben. Nee. Hey, das ist es nicht wert. Dann machst du noch zu Ende. Weg mit der Waffe. Okay, ich mach noch zu Ende. Und gehen Sie. Quatschen Sie mich nicht voll. Kümmern Sie sich um Ihren Scheiß. Oh Gott. Name? Ich bin Scott. Und Sie? Wie heißen Sie? Andrew. Ich heiße Andrew. Oh, ich gehe. Hast du gesehen? Emotional? Haben Sie jemanden, der Ihnen wichtig ist? Eine Freundin? Guck mal, das... Familie? Ja, ein kleines geh Mädchen. Geh weiter. Ist es? Ja. Ein kleines Mädchen. Oh nein. Sie heißt Jessica. Was würde Jessica jetzt von Ihnen denken? Fragen Sie sich, was wird aus ihr, wenn es schief geht? Okay. Scheiße. Ruhig? Ruhig, ja. Keine Panik, ganz ruhig. Niemand will sie verletzen. Wir bleiben alle ganz ruhig und alles wird gut. Ja, ich bin cool. Alles wird bestimmt wieder gut. Okay, das klappt bis jetzt, klappt's noch. Nichts Schlimmes. Helfen, ja. Oder? Sie wollen doch keinen erschießen, oder?
Wir werden ganz bestimmt eine Lösung für das hier finden. Killer. Sie sind kein Killer, oder? Sie wollen nur ein paar extra Dollar, kein Blutbad. Ich bin kein Killer. Kein Killer! Okay. Nicht schlecht. Fast hätte ich die Scheiße geglaubt. Scheiße. Und jetzt, Geld! Oh. Okay, das wird jetzt hart. Oh Gott. Ja. Oh. Halleluja, oder? Das ging aber ganz gut glatt. Fand ich. Tausend Dank, Sir. Ich weiß nicht, was ohne Sie. Junge muss ja immer kämpfen, um Antworten zu kriegen. Ja, dann war ich nicht umsonst hier. Schönen Tag. Als mein Junge, Reza, verschwand, bekam ich einen Brief mit einem Schließfachschein. Im Schließfach fand ich diesen Karton. Ich weiß nicht, was es bedeutet, aber es ist wahrscheinlich eine Nachricht von dem Mann, der mir meinen Sohn genommen hat. Darf ich? Okay. Bitte, nehmen Sie den Karton. Vielleicht nützt er Ihnen etwas. Mir hat er nicht geholfen, Reza zu retten. Aber vielleicht hilft er Ihnen, den kleinen Jungen zu finden. Mr. Shelby? Ich glaubte schon langsam, dass man nichts Gutes an diesem Ort finden könne. Aber ich habe mich geirrt. So, was sagst du? Ich sage, warte. Wenn die Cutscene vorbei ist. Genau. Sehen wir gleich einmal wieder ein Gesicht? Ja. Ah. Okay, dann sagen wir hier mal tschüss. Bye, bye. Zum nächsten Mal.